Oder ich soll mich jetzt auch dafür darauf ausrichten, dass ich nicht hier ins Bild hineinschaue. Das habe ich gesehen von außen, längstens verstanden und werde mir das nächste Mal noch mehr vornehmen, dass ich jetzt künftig hier hinschaue, also auf die Kamera. Wenn ich in meiner ersten Natur bin, dann habe ich das nicht, oder? Da bin ich nicht konzeptionell, da bin ich nicht technisch. Da bin ich aber ich reagiere auf Reize. Da haben wir eine ganz starke Wirkung natürlich des anderen Geschlechts. Die Beziehung zum anderen Geschlecht wird natürlich sehr stark sozialisiert. Die wäre ganz anders ohne die Sozialisierung. Das Geschlecht ist die erste Bestimmungsgröße, nachdem, dass wir wissen, dass wir ein Mensch sind. Und die wird alle anderen Zustände, das heißt unsere Tätigkeiten, unsere Bedeutung, unsere Bestimmung dort in diesen Bereichen drin, maßgeblich eben bestimmen. Das heißt, ob wir ein Mann sind oder eine Frau. Und das jetzt in der ursprünglichen Konstellation, also ohne diese neuen Geschlechter. Ich gehe grundsätzlich immer davon aus, oder? Die Spezialfälle können wir später vielleicht einmal anschauen, aber ich schaue die Grundtypen an. Und da, aber das Geschlecht ist auf jeden Fall maßgebend, ich sage jetzt Mann oder Frau. Dann für die weiteren eben Verhalten. Und ist heute aber vielfach nicht mehr der Fall. Also da hat, meine ich, die Ausbildung diese Stelle eingenommen. Das heißt, die überlagert die natürliche Bestimmungsgröße der Geschlechtlichkeit. Und da kann ich feststellen, dass dafür aber das Geschlecht dann in den weiteren Tätigkeiten, Verhalten, insbesondere auch im Beruf dann unbewusst doch wieder hineinwerkelt und das auf eine Weise, die dann sicher der Produktivität abträglich ist und schlussendlich den Kristall, den wir möchten, der entsteht so nicht, da wird etwas Bröckeliges daraus entstehen mit später sicher wieder zerfallenden Gemeinschaften und einem nicht vitalen Lebensgefüge. Oder da kommen aus der Sozialisierung, kommen dann, es gibt immer eine Sozialisierung, also es ist nicht ein heutiges Phänomen. Wenn wir in der Gemeinschaft sind, gibt es Sozialisierung. Ich weiß, wie ich gerne nicht aussehe. Ich möchte gerne einen guten Eindruck machen. Ich möchte auch gerne, dass die anderen
einen guten Eindruck machen, sich pflegen, sich gesund halten, damit man sich nicht um so grundlegende Dinge kümmern muss, die einem dann bei der Entfaltung von Nahrungsbeschaffung was immer dann ansteht, das muss man dann schauen, wo man steht, was die Aufgaben sind. Wir sind dann nicht produktiv. Also ja, die Medizin ist auch produktiv, aber es ist im ökonomischen Verständnis, ist das keine Produktivität, die sich dann in einem Wachstum niederschlägt, sondern das ist eigentlich ein Verhindern von Untergang, oder? Und die Ausgangslage sollte ja die Gesundheit sein. Es gibt einen interessanten Begriff, auch einmal ein Wort zu Frank Natale. Ich war ja schon maßgeblich auch bei Frank Natale. Also, ich bin kein Fan von Frank Natale, aber das ist die Spur, die ich habe nehmen dürfen bis zu heute. Und es ist eine wichtige Person für mich, eine wichtige Erfahrung, die ich dort habe machen dürfen, auch müssen zum Teil. Die Verdienste von Frank Natale an mir sind gespalten, oder? Und ich mache es anders, oder? Gibt ganz wichtige Unterschiede, aber ja. Er hat Begriffe bei mir auch geprägt, oder? Also geprägt habe ich sie selber, er hat sie ausgebreitet, denke ich, wie ich jetzt das auch mache. Und das hat in mir wirklich Spuren hinterlassen bis zum heutigen Tag. Jetzt zum Beispiel gibt es den Begriff, der oberhalb oder unterhalb, under the line oder above the line, also es gibt eine Line und wenn wir drunter sind oder drüber sind, dann sieht die Welt aus der entsprechenden Optik dann eben anders aus und wir verhalten uns anders. Und da gibt es durch die verschiedenen Lebensbereiche hindurch Training, jetzt im Beispiel eines Trainings, markante Unterschiede. Und wenn wir uns dieses Phänomens, dieses diese Tatsache, diese Wahrheit bewusst sind, dann können wir viel schöpferischer sein. Das wird vielleicht einmal ein Detail sein, sicher in der Praxis.